Gegner. Ein Gegner ist derjenige, der das Gegenteil von dem will, was man gerne will. Ein Gegner kann einen behindern. Ein Gegner kann jemand sein, an dem man wachsen kann. Patanjali sagt, wer fest verankert ist in Ahimsa, der trifft auf keine Gegner. Solange du denkst, dass dein Ziel allein wichtig ist, wirst du immer wieder Gegner haben, also Menschen, die etwas anderes wünschen. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du berechtigte Anliegen hast und dass andere auch berechtigte Anliegen haben, dann hast du keinen Gegner, sondern ihr seid zwei oder mehrere Menschen, die alle ihren Anliegen nachgehen. Auch Evolutionsbiologen sagen, dass alles Verhalten von Menschen erklärbar ist, dadurch, dass Menschen versuchen zu überleben und letztlich sich fortzupflanzen. In diesem Sinne gibt es nicht wirklich Gegner, sondern Menschen wollen tun, was sie denken, was evolutionsbiologisch sinnvoll ist. Nicht bewusst denken, aber eben unterbewusst. Jesus hat gesagt, liebe deine Feinde, man könnte auch sagen, liebe deine Gegner. Aber Jesus selbst hat gezeigt, dass er gar keine Gegner hatte. Am Kreuz hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hatte Mitgefühl gehabt mit denen, die ihm übel mitgespielt haben. Er hat niemanden als seine Gegner angesehen. Er wollte Liebe verbreiten und Gutes verbreiten in der Welt. Und daher sagt es eben auch Patanjali, für jemand, der fest verankert ist in Ahimsa, in Nichtverletzen, und man würde auch sagen in Mitgefühl und Einfühlungsvermögen, gibt es keine Gegner.